und herzlich willkommen zu unserem Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics Spezial hier aus Berlin. Das Frühjahrsfinale 2015 hat heute begonnen und Nils Tischer und ich, Katharina Kleinfeld, wir sind wieder voll am Start und berichten natürlich von allen Wettkämpfen. Alle Emotionen, alles kriegt ihr hier bei uns. Richtig, über 350 Teams aus allen 16 Bundesländern, so viele haben wir nun auch wieder nicht, haben es geschafft, haben sich qualifiziert fürs Bundesfinale und denen geht es natürlich hier um die Medaillen, aber auch um jede Menge Spaß. Genau, und jede Menge Spaß hatten die Teilnehmer heute unter anderem auch beim Basketball, Gerätturnen und beim Handball. Da war nämlich unser Nils heute in der ganzen Stadt unterwegs und hat den rasenden Reporter für den Handball gespielt. Jugend trainiert für Olympia, Jugend trainiert für Paralympics. Jedes Jahr treffen sich die Handballspitzenteams der deutschen Schulen in der Sportmetropole Berlin, um hier ihre Meister zu küren. Die Jungs und Mädels der Wettkampfklasse 2, das sind die Jahrgänge 98 bis 2001, und Wettkampfklasse 3, die Jahrgänge 2000 bis 2003, haben viele Stunden Training hinter sich und jetzt geht's. Jetzt müssen sie alles geben. Jetzt zählt die Leistung und natürlich der Spaß am Sport. Die Wettkämpfe werden in 7 verschiedenen Hallen in ganz Berlin ausgetragen. Mit dabei unter anderem das altehrwürdige Sportforum Hohenschönhausen und natürlich jede Menge Schulsporthallen. Eine wahre Mammutaufgabe, hier alle Teams richtig zu koordinieren. Ich finde es eine schnelle Sportart. Ich finde es eine Sportart, die zum Zuschauen viel Spaß macht. Man sieht unglaublich viel und es passiert einfach eine ganze Menge auf der Platte. Und ich glaube, das haben wir heute auch gesehen. Aber ich sehe das immer noch aus Sicht des Spielers und des Sportlers, dass das hier A, eine tolle Stadt ist. Wer wüsste besser als ich? Und B, natürlich auch eine tolle Auszeichnung als Handballspieler. Die besten Schulhandballer treffen sich bei dem größten Schulturnier Deutschlands. Eine geniale Sache und das bedarf natürlich auch genialen Umständen. Alle Spiele werden mit einem speziell für Jugend trainiert für Olympia designten Handball ausgetragen. Also erstmal toll, dass Molten überhaupt sich so eine Sache überlegt und einen Schulhandball herstellt, speziell für diesen Schulhandballsport. Das ist super. Problem ist eben, dass dieser Ball gerade morgens ganz neu aus der Verpackung kommt, hart aufgepumpt ist und dann für viele Spielerinnen schwierig im Handling ist. Da einfach ein bisschen Luft rauslassen. Neben Sportlern, Trainern, Verantwortlichen und Funktionären müssen natürlich auch die Unparteiischen mit dabei sein, ist ja klar. Aber wie kommen diese jungen Schiris eigentlich dazu, hier die Pfeife in die Hand zu nehmen? Wir hatten selber gespielt und hatten es nicht geschafft hierher. Und dann war es eben eine gute Möglichkeit, trotzdem hierher zu fahren. Und wir hatten auch mit anderen Jungschiedsrichtern geredet, die letztes Jahr hier waren. Und die haben dann erzählt, dass es voll super ist. Hier wird es dann enden, das Handballspektakel in der Sporthalle Schöneberg. Und na klar, nur die Teams, die die Vorrunde, Zwischenrunde und die Halbfinals überstehen, dürfen hier im Finale um die begehrten Trophäen kämpfen. So, ich bin jetzt hier inmitten in einer Sporthalle und ich habe die Caro neben mir. Hallo Caro. Hallo. Wie war eigentlich eure Anreise so? Ja, also wir sind mit dem Bus gekommen und das war eigentlich alles ganz gut sonst. Wir hatten keinen Stau. Okay, aber ihr im Prinzip war doch eigentlich ursprünglich geplant, dass ihr mit dem Zug kommt, oder? Ja, genau. Da war eben der Streik noch und da sind alle Züge ausgefallen und dann haben wir keine andere Möglichkeit gesehen, wie mit dem Bus zu kommen. Weil okay. Wir natürlich unbedingt kommen wollten und dann. Ja. Und also ich habe gehört, die Deutsche Bahn hat Busse gestellt. Euer wurde auch von der Deutschen Bahn gestellt oder nicht? Nee, unser wurde von Rasta Vechta gestellt. Das ist ein Basketballverein. Ja, es hat mal in der ersten Bundesliga gespielt, aber jetzt nicht mehr. Aber ja, hatten wir halt einen Bus von Rasta Vechta. Na, das ist ja super, dass die euch da wenigstens noch unter die Arme greifen. Sonst hättet ihr wahrscheinlich nicht anreisen können, oder? Also, wie hättet ihr das gemacht? Ja, wissen wir auch nicht. Wir hätten sonst halt keine andere Möglichkeit gehabt. Da mussten die halt auch selbstständig den Bus besorgen. Und ja. Na dann. Aber euer Turnier ist bisher, wie ist es gelaufen? Seid ihr zufrieden? Nee, nicht wirklich. Also das erste Spiel ist halt nicht so gut gelaufen. Wir sind ja auch alle aus unterschiedlichen Mannschaften. Und dann, das war das erste Spiel, was wir wieder zusammengespielt haben. Und dann waren wir noch ein bisschen hektisch alles. Und dann das zweite, das war halt ja, gegen die Sportschule. Und dann, das war auch ein bisschen schwer, aber so an sich macht das Turnier jetzt ziemlich viel Spaß. Okay, ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch viel Erfolg und ja, gutes Gelingen bei den weiteren Spielen. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie die anderen Teams so angekommen sind. Der Zug rollt. Ja, wenn ihn denn jemand fahren will. Das war allerdings nur selten der Fall, denn die Gewerkschaft Deutscher Lokführer streikte zum 8. Mal
In 10 Monaten wohlgemerkt. Und das ausgerechnet zum Bundesfinale Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics. Das größte Schulturnier der Welt. Schon wieder in Gefahr. Aber als dann am Sonntag gegen 18 Uhr hier das erfahren habe, da bleibt dann schon das Herz stehen für einen Moment. Und das ist wirklich diesmal das Bundesfinale von der ersten Minute an spannend und wird erst die Spannung sich auflösen, wenn alle Schüler wieder zu Hause sind. Der Hauptbahnhof ungewohnt leer, Ungewissheit lag in der Luft. Schafften es alle Schüler in die Spreemetropole? Es ist nur eine Gruppe, die absagen musste und der Rest ist im Grunde, sag mal, mit unseren Zügen auf dem Weg nach Berlin. Und so, dass eben auch die paralympischen Teilnehmer, 130 sind, glaube ich, unterwegs nach Berlin. Also sollte alles stattfinden wie geplant. Also alles gar nicht so schlimm, möchte man meinen. Diese ganzen verrückten Schüler kamen irgendwie dann doch in die Stadt. Und in ganz Niedersachsen gab es so eine WhatsApp-Gruppe von allen, die herkommen. Da wurde ständig hin und her geschnackt. Und wir hatten auch schon Plan B, haben uns kleinen Busse vom Verein schon organisiert zur Vorsicht. Aber wir hatten richtig viel Glück. Das war der einzige Zug, der bis 14 Uhr nach Berlin ging. Na, also wir kommen aus Schwerin und wir sind mit dem Zug vom Schweriner Hauptbahnhof hierher gefahren. Wir wollten eigentlich um 8.03 Uhr fahren, doch wurde halt gestreikt und jetzt haben wir eine Stunde früher noch den Zug bekommen, ja. Das Positive, die Kickertische waren frei, naja, wenigstens ein bisschen. Aber erstmal Schluss mit diesem Thema, denn dieser Wettbewerb ist für viele Schüler das Highlight des Jahres und das lässt man sich nicht vermiesen. Also ich war ja vor 2 Jahren schon mal hier und da war auch super Stimmung. Schon geil, also es macht richtig Bock und ja, also es ist wirklich sehr gut organisiert alles und die ganzen Leute sind alle super nett und es macht wirklich mega Spaß hier. Na dann ab ins Hotel. In ganz Berlin sind die Sportsfreunde von Jugend trainiert untergebracht. Julian, Hauke, Marius, Tomek und Jan sind im Meininger Hotel untergeschlüpft. Das Besondere, die Badmintonspieler aus Hamburg und Baden-Württemberg teilen sich ein gemeinsames Zimmer. JTFO und JTFB verbindet halt. Ja, ist eigentlich ganz interessant. Wir sind jetzt mit 3 anderen Leuten auf dem Zimmer, die wir jetzt noch nicht kannten, aber ja. Und ja, ist mal eine andere Sache. So, also abgechillt und dann die Stadt unsicher gemacht. Für Jan und Hauke aus der Hansestadt ging es ab in die Kulturbrauerei zum Kinoabend. Andere kamen da erst an, dem Streik sei Dank. Ja, die Reise war ziemlich unangenehm, weil der ICE war ziemlich voll. Und der Hälfte der Strecken wurden alle raus. Die Hälfte, die am Boden saß, wurde rausgelassen und wir saßen zum Glück und durften weiterfahren. Also für die Bayern lief nach der Odyssee statt Blockbuster die Tageszusammenfassung bei Hauptstadtsport TV. Das ist natürlich auch ganz toll. Naja, wenigstens sind sie da und rocken 5 Tage lang Berlin. Heute wird überall in Berlin Handball gespielt. Ich habe jetzt mal die Halle gewechselt und bin jetzt bei der Gruppe C vom Wettkampf 3 der Jungen im Handball. Hier spielen gerade Neubrandenburg in Grün und Bremen in Rot gegeneinander. Neubrandenburg, die haben ihr erstes Spiel verloren, Bremen hingegen gewonnen. Das heißt, Neubrandenburg muss sich jetzt ein bisschen ins Zeug legen, um noch weiterzukommen. Das kann sogar gut klappen bei denen. Die führen gerade 9:3. Wir hatten ja schon mal einen Beitrag über Handball hier in der Sendung. Jetzt ein zweiter. Ich verrate mal noch nicht so viel. Seht einfach selbst. Wenn Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics mit Sicherheit eins nicht ist, dann ist das Egosport. Ohne Ausnahme werden alle Disziplinen in Teams durchgespielt. Wobei es natürlich auch um einzelne Personen, um einzelne Geschichten geht. Einer davon ist seine, Max Starr. Der junge Athlet vom Bessel-Gymnasium der Stadt Minden spielte noch vor einem Jahr beim Gegner von heute. Hermann Staudinger Gymnasium Erlenbach am Main. Für ihn das Match also ganz klar kein Spiel wie jedes andere. Es sind ganz klar gemischte Gefühle. Ich habe jahrelang mit denen zusammen Handball gespielt, sind immer noch Freunde. Aber jetzt geht es jetzt richtig los. Und jetzt die nächsten 20 Minuten wird 100% reingehangen. Und für die Zeit wird alles gegeben. Wir kämpfen, wir wollen gewinnen. Und danach kann man ja wieder normal reden. So ganz wie gewünscht läuft das Spiel nicht. Zwar kommt sein Team nicht wirklich in die Bedrulle, doch der sonst so starke Spieler vom Sportgymnasium Minden ist nervös, aufgeregt und vielleicht auch ein bisschen übermotiviert. Das war vielleicht ein bisschen unglücklich für ihn,
Aber Max ist ein guter Junge, der immer alles gibt und äußerst fleißig ist und passt super in die Truppe. Und von daher ist so ein Spiel, naja, wir haben es ja gewonnen. Und nicht nur das, auch die anderen beiden Spiele gewannen die jungen Männer in Schwarz souverän und treffen damit am zweiten Wettkampftag auf den vielleicht geheimen Top-Favoriten aus Berlin. Das aber vorerst Nebensache, denn eigentlich ging es in diesem Spiel um mehr als nur das reine Gewinnen. Es ging um ein Aufeinandertreffen alter Zimmerkameraden. Das ist wie Mann und Frau gewesen. Max war immer die Frau und ich war immer der Mann. Aber nee, sonst, es war halt, man ist halt fast 24 Stunden lang zusammen und dann lernt man sich halt kennen, ziemlich genau, und ja, war ganz cool eigentlich. Ego-Sport, das ist mit 100%iger Sicherheit nicht das Motto von Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics. Eher doch wohl einer für alle und alle für einen. Wir sind immer noch in der gleichen Halle. Ich stehe jetzt bei den Hamburgern. Die spielen gleich gegen Minden. Wie gefällt dir das Turnier bisher? Mir gefällt das gut. Ich finde das eine gute Sache. Jugend trainiert für Olympia. 5 Tage schulfrei hat man. Und es ist eine schöne Sache, mit dem Team hierher zu fahren, ein bisschen Sport machen. Ist auch immer gut. Super. Und seid ihr das erste Mal hier oder schon, wart ihr schon mal dabei? Das ist das zweite Mal, dass wir hier sind. Letztes Jahr haben wir auch schon die Qualifikation in Hamburg geschafft. Okay, und wie gut wart ihr letztes Jahr? Ja, nicht ganz so gut, 15. Platz, aber okay. Dabei sein ist alles. Genau, richtiger Gedanke, darum geht's ja. Vergessen wir das von letztem Jahr. Kannst du eigentlich einen Ratschlag oder einen Handstand machen? Ja, klar, okay, kann ich machen. Dann mach mal einen Ratschlag vor, mach mal vor. Oh, das sieht sehr gut aus. Aber ich glaube, das geht trotzdem noch ein bisschen besser. Oder? Was meinst du? Ja, bin ich mir sicher. Das ist also in der B-Note war es schon ganz gut, aber es geht trotzdem noch ein bisschen besser. Wir kommen jetzt zum Gerätturnen. Das fand in Schöneberg statt. Wir gehen jetzt also von Zehlendorf nach Schöneberg. Jugend trainiert für Olympia in Schöneberg, unweit der Spielstätte der eher gröberen Wasserfreunde Spandau. Hier ging es richtig elegant zur Sache. Das Zauberwort heißt Gerätturnen, richtig, ohne E. So schreibt man diese Sportart. Geräteturnen wäre dann eher einfaches Rumspielen, auf und wo auch immer. Naja, dem Duden ist das übrigens total Schnuppe, der erlaubt beides. So geht es wohl auch den kleinen Turnladies. Für die bedeutet dieser Wettkampf noch viel, viel mehr. Also, man merkt das so, wenn man jetzt in der Mannschaft ist, selbst wenn man mal einen kleinen Wackler zu viel hat und keine Ahnung, dann gleicht die Mannschaft das immer noch aus und es macht auf jeden Fall mehr Spaß. Ja, und auch beim Anfeuern und so, dann hat man noch mehr Ansporn, was Gutes zu machen. Gemeinsam sind wir stark, also das Motto des Tages, und im Team müssen 4 Geräte in olympischer Reihenfolge geturnt werden. Also erst Sprung, dann Waren, Balken und am Ende an den Boden. Ordnung muss schließlich sein. Damit alle Leistungsklassen getreu dem olympischen Motto dabei sein konnten, gab es für diesen Wettstreit spezielle Bedingungen. Die Übungen sind nicht zu schwer. Das sind Übungen, die im unteren Leistungsbereich sind. Und ich sag mal, unsere Leistungssportler, die hier dabei sind, die zeigen natürlich eine sehr hohe Qualität. Allen voran die Berliner Mädels. Die sind 5-fache Titelverteidigerinnen und gespickt mit einigen Stützpunktturnerinnen. Deswegen haben die Nachwuchssportlerinnen natürlich nur ein Ziel. Das Anstreben, dass wir nochmal immer weiter Erster werden, weil wir sind ja schon ziemlich oft hintereinander Erster geworden, dann nochmal das Anstreben, nochmal Erster zu werden. Unser Titel verteidigen, ja. Kaya Gutzeit ist, wie der Name schon sagt, auch eine tolle Athletin. Turnt in der 3. Bundesliga immerhin, doch rein ums Gewinnen geht's ihr hier nicht. Also ich mag diesen Wettkampf sehr, da es so ein Mannschaftswettkampf ist und man auch das Gefühl hat, wirklich in einer Mannschaft zu sein und alle füreinander kämpfen, egal wie gut man jetzt ist im Turnen, sondern einfach nur dieses Gefühl zu haben, dass man in der Mannschaft diesen Wettkampf gut absolviert hat. So geht's wohl auch den Brandenburgerinnen. Sie sind nicht von einer Eliteschule. Macht's denn trotzdem Spaß? Ja. Es ist halt schon ein bisschen doof zu sehen, was man alles tun könnte, wenn man, ja. Aber ich finde es auch mal schön zu sehen, was die anderen so tun, so. In unserem Alter. Ja. Kopf hoch, Girls. Berlin hat ja noch eine Menge mehr zu bieten. Und in einem sind die Mädels vom Albert-Schweitzer-Gymnasium aus Eisenhüttenstadt mindestens genauso gut wie ihre Altersgenossinnen. Und morgen wollen wir uns am Vormittag noch was angucken, oder Basketball oder sowas. Und auf jeden Fall Freitag gehen wir dann shoppen.
Ja, und dann fahren wir Freitagabend nach der Siegerehrung dann nach Hause. Shoppen und feiern, das kann die Jugend also. Partystimmung herrschte dann am Ende übrigens auch beim Schul- und Leistungssportzentrum Berlin. Sie holten zum 6. Mal den Titel. Glückwunsch an Sie und Hut ab vor dem Teamgeist der kleinen Turnladies. Ihr seht schon, ich bin heute euer Rasener Reporter. Diesmal in Hohenschönhausen. Hier finden weitere Handballwettkämpfe statt. Diesmal von den Mädels und ich muss mich jetzt beeilen, denn ich habe gleich wieder einen Interviewtermin. Ich stehe jetzt hier im Sportforum mit dem Herrn Kulig, Hallenleiter des Wettkampfs hier. Herr Kulig, wie ist das Niveau dieses Jahr der Teams und haben Sie schon ein paar Talente gesehen? Ja, das Niveau der Vorrundengruppe A, der Mädchen, war recht gut. Auch ein paar Talente haben wir schon gesehen. Durchgesetzt hat sich die Mannschaft vom Sportgymnasium, Kuppertengymnasium Erfurt aus Thüringen. Und ich glaube, dass wir in wenigen Jahren vielleicht beim Thüringer HC das eine oder andere Talent sehen können. Das sind die Erfahrungen auch der letzten Jahre. Wir hatten da schon hier Mädchen, die sich durchgesetzt haben und bereits jetzt erfolgreich in der Bundesliga spielen. Ja, super. Und wie ist es hier mit der Fairness bei den Mädels? Also wenn es so hitzig wird, dann der Ehrgeiz spielt ja auch immer eine große Rolle. Da kann ja auch schnell mal irgendwas nicht so fair ablaufen. Was meinen Sie? Wir hatten am Vormittag heute 6 Spiele und in diesen 6 Spielen gab es nicht eine Herausstellung. Ich glaube, das sagt alles über die Fairness in diesem Turnier. Ja, das sagt echt einiges. Und die Favoriten für Sie, auch von der jetzigen Gruppe oder von heute Vormittag, was meinen Sie, wer könnte es bis ins Finale schaffen? Wer könnte sich wirklich durchsetzen dieses Jahr? Also recht überzeugend Thüringen und ich glaube jetzt in der Vorrundenstaffel B, mein Tipp ist Sachsen. Okay, dann werden wir das mal ganz genau beobachten. Und jetzt gehen wir zu einem anderen Thema über. Der Kollege Herr Lagenstein, der hat sich mit einem anderen Thema beschäftigt, und zwar der Inklusion und hat viele gut gelaunte Basketballer getroffen. Einen Ball in einen Korb werfen, das kann man auf 2 Beinen oder eben auf gleich vielen Rädern. Beim Bundesfinale von Jugend trainiert für Olympia und Paralympics wird Basketball sowohl für Läufer als auch für Rollstuhlfahrer angeboten. Ein Gedanke, der bei den Teilnehmern sehr gut ankommt. Ich finde es fair, dass es für beide die gleiche Veranstaltung gibt und auch cool, dass es für beide zusammen ausgetragen wird. Und ich finde es auf jeden Fall cool, dass es nicht nur für uns, sondern auch für Behinderte die Möglichkeit gibt, Basketball zu spielen, vor allem auch hier im Rahmen der Veranstaltung. Die Inklusion hört jedoch nicht bei der reinen Austragung eines eigenen Wettbewerbs auf. Beim Rollstuhlbasketball drehen Sportler mit und ohne Handicap gemeinsam ihre Runden auf dem Parkett. Dennis Mese ist zum 2. Mal in Folge in Berlin und erklärt uns, welchen Reiz der Rollstuhlbasketball für ihn hat. Sich in die Lage der Leute reinzuversetzen, die auch auf den Rollstuhl angewiesen sind. Und auch zu sehen, wie die so spielen. Der Hamburger ist einer von vielen Gleichgesinnten, die über den Läufer zum Rollstuhlbasketball gekommen sind. Spricht man die laufenden Korbliga darauf an, können sich noch einige mehr vorstellen, demnächst mal im Sitzen zu dribbeln, auch wenn sie mit den Rollis nicht mithalten könnten. Nee, selber noch nicht, aber ich möchte das halt gerne machen. Ich weiß nicht, ich war selber noch nie beim Rollstuhlbasketball selber aktiv, aber ich glaube, nee, da wären wir nicht so gut. Die Sportler mit Handicap werden damit jedoch keineswegs aus ihrer eigenen Sportart gedrängt. Im Grunde sind sie über die geteilte Bühne sogar richtig froh. Wenn sie ihnen Spaß macht, sollen sie spielen und ich habe da jetzt eigentlich nichts Wirkliches dagegen. Ich finde das ganz cool. Bei all dem Miteinander sind natürlich noch einige Anpassungen nötig. Daher wurden in der Sporthalle der Peter-Ustinov-Schule noch fleißig Spielzüge gepaukt, während auf den Basketball-Courts von Jugend trainiert für Olympia schon fleißig um Siege gekämpft wurde. Teamspiel will schließlich gelernt sein. Auf dem Parkett spielen Behinderungen keine Rolle. Ja, die verstehen sich eigentlich ganz gut. Es ist ja, wie gesagt, das Team ist jetzt gefragt und dementsprechend Behandlung Rollstuhl, Behandlung Ball und Einzelleistungen sind zwar auch da, aber im Großen und Ganzen ist das Team gefragt. Ob nun auf 2 Beinen oder 2 Rädern, das Ziel bleibt das gleiche, den Ball in den Korb werfen. Welche Mannschaften dies am besten umsetzen, erfahrt ihr hier auf Hauptstadtsport TV an den kommenden beiden Abenden. Wir haben uns jetzt mal mitten unter die Handballerinnen gemischt und Nils hat den Weg auch wieder zu mir gefunden. Ja, ich habe jede Menge Handballhallen heute gesehen, also quer durch Berlin gefahren, habe alle Altersklassen gesehen, Jungs und Mädchen, also war sehr interessant.
jede Menge los und das ist auch morgen wieder der Fall. Morgen die zweite Runde von Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics. Das ist nämlich das Stichwort, ne? Ja, richtig. Es geht zum Goalball und zum Rollstuhlbasketball. Und die ersten Finals stehen an. In welchen Sportarten, Petter? Gerätturnen und Tischtennis. Badminton. Tischtennis. 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 Siehst du, Nils hat besser aufgepasst als ich. Richtig. Da freuen wir uns natürlich schon riesig drauf. Ja, und Lucy, jetzt erzähl du uns doch mal, wie heute der Tag für euch so war. Ja, also wir waren bisher sehr erfolgreich. 2 Spiele, 2 Siege, würde ich sagen, ist eine sehr gute Quote. Das letzte wollen wir natürlich auch noch gewinnen, damit wir eine gute Voraussetzung haben für die morgigen Spiele in der Hauptgruppe. Und dann wollen wir hoffen, dass wir uns einen Finalplatz sichern können. Da drücken wir euch natürlich die Daumen und werden natürlich dann fleißig zugucken. Ja, und bis dahin bleibt fleißig auf Twitter und auf Facebook aktiv. Morgen um 21 Uhr sind wir wieder online und bis dahin können wir nur noch sagen, bleibt sportlich!